jetzt für euch noch ein kleines Zwischenvideo. Weil wir diese ganze Thematik hoch und runter, wann geht jetzt wie, wo, wann, was los, wann kommen welche Teile und. Ihr wartet immer noch auf das Projekt Focus RS. Das Projekt startet diesen Samstag, das heißt, am Samstag werden wir das Fahrzeug bekommen. Das erste Video folgt dann am Mittwoch, den 4.4. vom Leistungsprüfstand, in dem Fall bei der Firma Henny in Wernau. Teile auf dem Weg, beziehungsweise da sind Fahrwerksfedern, da sind Stahlflexbremsleitungen, die Ansaugung und der Ladeluftkühler sind auf dem Weg. Die Auspuffanlage von HG Motorsport, die hat noch etwas Lieferzeit, wird voraussichtlich nicht rechtzeitig ankommen, war aber von der Planung her leider nicht anders möglich, weil der Kunde, der wollte seine Termine in der Zeit haben, in der Zeit, wo er nicht da ist. Das ist auch völlig in Ordnung für uns, wird halt nachträglich eingebaut. Das heißt, wir verbauen die komplette Hardware bis auf die Auspuffanlage. Dann gibt es am 11.04. eine Messung mit der bis dahin verbauten Hardware. Und dann wird es nachher noch eine Ausgangsmessung geben mit der passenden Software. Am Toyota Aristo sind wir ein ganz klein wenig schlauer. Wir wissen jetzt in der Zwischenzeit, dass der Fuel Cut Defender, FCD abgekürzt, ein Problem hat. Das ist der Grund, warum das Fahrzeug bei 1 Bar abschaltet. Den Grund, warum er den Ladedruck nicht hält, das wissen wir leider noch nicht. Tipp oder vermutet sind die Wastegates oder die Druckdosen oder die Schläuche, da sind wir gerade noch am gucken. Allerdings Schläuche und Druckregler habe ich letzte Woche schon geprüft, da ist mir nichts Negatives aufgefallen. Das heißt, ich vermute mal ganz stark Druckdose oder die Wastegates. Es folgt noch ein C63 AMG mit einer Bearbeitung vom Mittelschalldämpfer, der hat bereits schon Zwischengas und Software von uns. Der wird noch kommen. Ja, es sind viele spannende Projekte, die kommen, die da sind. Thema Schubluppern, auch wenn ich nicht sehr viel davon halte, ist aber eine Thematik, wo momentan immer gefragt wird. Auch da haben wir nächste Woche noch einen Kunden, da wird man auch noch auf ein Video eingehen und euch das mal erklären, was das macht, wie das funktioniert, was passieren kann, wenn man es übertreibt oder wenn man es nicht richtig macht. Das sind alles so Kleinigkeiten. Am meisten freue ich mich jetzt persönlich auf jeden Fall auf den Focus RS. Ich hoffe, dass da alles rechtzeitig kommt. Vielleicht haben wir Glück und die Auspuffanlage kommt doch auch noch rechtzeitig. Das wäre eine super schöne Geschichte, eine super Abrundung. Kann ich aber leider nicht versprechen. Wir werden am Dienstag nächste Woche Zeiten messen. Wir werden ein bisschen Serienzeiten messen. 0-100, 100-200. Und dazu auch ein kleines Video fertigen, aber das hauptsächliche Video Thema Leistungsprüfstand, das folgt dann am Mittwoch Spätabend und dann startet quasi der Umbau nach und nach mit Thema Felgen, Thema Fahrwerk, Ansaugung, Ladeluftkühler, wenn er rechtzeitig kommt, etc. pp. Also alles durchweg, ganz nacheinander nach 1,2. Und dann sehen wir weiter. Toni, du kriegst noch dein N55 Video. N55 Video machen wir noch in dieser Woche. Wir sind aktuell gerade an einem dran, der ein paar Problemchen hat mit ein bisschen Ölverlust und ein paar Kleinigkeiten, was eigentlich sehr selten ist. Aber das kommt auch daher, in dem Fall wieder Kunde gefahren ist. In dem Fall hat er eine Box gefahren, die relativ hart, das heißt Kupplungsproblem, Downpipe gerissen, Ölverlust und. Ist eigentlich eher selten beim N55, ist hier aber der Fall. Da werde ich noch auf dein Video eingehen. Und Dennis, es sei gesagt, 30.03., in dem Fall nicht 30.03., sondern der 3.04. dann. Am 30.03. kommt er zwar, aber am 3.04. geht es los mit dem Focus RS. Ab da wird er auf dem Laufenden gehalten, sowohl in Facebook als auch in Instagram und YouTube. In YouTube wird natürlich wieder einige Videos zu dem Thema folgen. Ja, da bin ich schon ganz gespannt, was da rauskommt, wie es da weitergeht. Ich freue mich auch auf noch einige weitere Projekte in diesem Frühjahr. C63 Kompressor,
ist man auch noch dran. Da wird es neue Einspritzdüsen geben, da tropft eine Einspritzdüse nach. Ja. Aber alles nach und nach, so wie es zeitlich möglich ist. Momentan heißt es eher sauber auf einer Linie bleiben und dann bekommt man das hin. Jetzt würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao.